YouTube und herzlich willkommen bei eurer Pred-Community. Ja, hier und heute wieder bei FIFA 14 Ultimate Team Let's Play. Und heute beim Pack-Opening, wie ihr habt gesehen, 3050 FIFA-Points sind auf meinem Account und davon werden jetzt ordentlich Packs gezogen. Hier nochmal eine kleine Erläuterung am Anfang und dann das erste Pack mit Arturo Vidal drauf, Premium Gold Set. Wie es sein muss, auf jeden Fall. Hoffen wir doch mal, dass wir jetzt was Gutes ziehen. Ja, erstes Pack und wir ziehen Honda. Ja, Honda ist auch nicht schlecht. Mit Isa Cuenca noch drin. Ein paar Verträge, Goldverträge, Fitness fürs ganze Team. Ja, ein paar Trikots. Ja, ist okay. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wo waren das nochmal mit Verein? Alles in Verein sind mit einem LT, ne? Ja, LT. Ja. Ja, das Sortieren mache ich offscreen irgendwann mal und gucke halt, ich gehe einfach nur auf Spieler, die was wert sind, auf die gucke ich dann. Ja, zweites Pack mit El Shaarawy drauf. Wollen wir mal gucken? Vielleicht verarscht mich EA wieder, oder? Oh Gott, Soriento. Ja, okay. Bombenpack, ganz krank. Alter WLAN, der hat doch bei Ajax gespielt, ne? Ja. Ja, bei Ajax. Okay, der ist zu Atletico gewechselt. Wusste ich noch gar nicht. Ja, oben sieht jetzt ein bisschen meine Statistik. 24-12 bin ich jetzt nicht so stolz drauf. Ja, lächerliche Gegner bekommen. Aber ich kann euch sagen, da werden noch einige lustige Spiele in der Road to Liga 1 kommen. Das ist echt witzig manchmal. Ja, drittes Pack. Und was haben wir da drin? Ja, Castro. Ganz kranker Mann. Virinha noch. Chemistry Style, Backbone bringt glaube ich nicht so viel. Ein paar Ligen, Manager Ligen, also nichts was so richtig was bringt. Ja, Pack 4, wollen wir mal gucken. Vielleicht ziehen wir jetzt mal endlich was und nicht nur Scheiße und Scheiße und gekürte Scheiße auf einmal. Ja, oh Gott, es wird ja immer schlimmer. Shimao, der war auch schon mal besser. Ja, Fatih, der ist auch gefeuert worden da. Vorletztens. Ja, jetzt neuer Trainer. Wie heißt er noch? Mancini, ne? Ja. Bei Gala. So, ich glaube, nächstes Pack. Wollen wir mal gucken, mit Arturo Vidal drauf. Haben wir ja schon mal Keisuke Honda gezogen. War ja schon mal nicht so schlecht. Vielleicht wird das jetzt besser. Also, es ist ein reines Pack-Opening. Ihr seht, nichts irgendwie. Nicht irgendwelche Faxen nebenbei noch. Und. Oh Gott, Flamini, Alter. Es wird Niang. Sorry. Nur Scheiße, ey. Gottes Willen, ey. So typisch, ey. Verarsch mich schon wieder. Ja, auf jeden Fall keine Faxen nebenbei. Irgendwie nur reines Pack-Opening. Ja, ich überlege noch gerade, was ich noch so ein bisschen labern kann. Ja, ich hatte mir das so. Erstmal nächstes Pack. Ja, den Namen konnte ich nicht mehr aussprechen. Ja, okay. Ich hatte mir das jetzt so ein bisschen weiter vorgestellt. Oh, Wassertrikot. Heim. Und den Signal Iduna Park. Ja, Mann. Ja, Mann. Gleich ablegen, den Scheiße. Auf jeden Fall. Ich hatte mir das jetzt so weiter vorgestellt mit dem Let's Play. Dass wir halt so durch alles mal durchgehen. Squad-Bilder immer mal nebenbei mal einen einschieben. Mal nebenbei auch dann halt sowas wie Pack Opening und da halt die Liga, Road to Liga 1. Das werden so unsere drei Bestandteile, Hauptbestandteile. Fernando, ist nicht schlecht. Joachim, Yogi. Ja, und dann wollen wir mal, dann, das sind so die drei Hauptbestandteile unseres Let's Plays. Und da werde ich gucken, wie viel ich, was ich nebenbei noch mache, ob ich Pokal irgendwann nochmal aufnehme. Vielleicht den Silberpokal oder den Bronzepokal oder den Goldpokal. Habe ich, glaube ich, schon gewonnen, ja. Ja, habe ich schon gewonnen. Offscreen. Also, ich guck mal, was ich da noch so reinbringe. Dann haben wir hier das nächste Pack mit Messi drauf. Ja. 1050 Microsoft FIFA Points sind schon weg. Die nächsten 150 auch. Und vielleicht jetzt mal was. Oh, Kevin Trapp, ey. Wir ziehen aber auch nur Kacke. Atletico Madrid Heimtrikot. ZM zu ZM bringt auch nichts. Also, wirklich wieder nur Scheiße hier. Ja, noch ein Ball hier. Wird immer schlimmer. Ja. Nächstes Pack. Vielleicht jetzt mal. Oder auch nicht. Ich glaube, wie der schon aussieht auf dem Pack, das kann schon nichts werden, ne? Gottes Willen, ne? Kann in seinem Leben so gelitten haben.
Camacho, bombiges Pack. Das, die Packs werden immer besser. Wenigstens mal 1000 Münzen nochmal for free. Aber das ist ja schlimm. Das ist ja eine Qual. Das ist ja... Ah, das tut weh. Ja, gut. Ja, alle Attribute noch. Bringt vielleicht nochmal 200 oder was. Ah, Pratt Mika. So. Nächstes Pack. Jetzt, komm, zeig mal. Hol mal raus jetzt da. Meine Fresse, kann nicht so schwer sein hier. Und Lucas Leiva, ja. 3000 Münzen, glaube ich, bringt er. Ja, ist okay. For free nehmen wir mit. Auf jeden Fall ein paar geile Trikots. Was ist das? Marksmann? Ah, den kann ich meinem neuen Stürmer geben, der im nächsten Squad-Bilder vorgestellt wird. Ich glaube, der ist ganz gut. Ah, da ist er. Pretty Boy Mika. Ja, ihr seht schon, ich habe gute Laune. Normal, Ferien, läuft bei mir. Richtig geil, 4 Tage allein zu Hause, bockt richtig, zocken, bis der Arzt kommt, Alter. So muss das sein. Nebenbei noch ein bisschen was mit Freunden machen, Chillerrunden und läuft. So, nächstes Pack. El Shaarawy drauf. El Shaarawy auch drin. Nee, aber der Erste, der ein bisschen was bringen kann. Jerome Boateng, ja, den hatte, das wollte ich nochmal ansprechen. Ich hatte schon neuerdings ein Bundesliga-Team. Deswegen kommen auch die 12 Niederlagen. Davon habe ich, glaube ich, dann mit dem Team 5 Spiele gespielt. Alle 5 verloren. Sofort wieder verkauft. Also das ging gar nicht. Da hatte ich Boateng auch nebenbei noch im Team. Das ging gar nicht. Hatte erst überlegt, die dann, also jetzt keine Squad-Builder-Folge zu bringen. Keine Pack-Opening-Folge, sondern Squad-Builder-Folge. Naja, ich habe mir überlegt, komm, nimmst du den Pack-Opening-Zimmer. Weil das Team war echt so scheiße. Was ist das denn? Leitong, das ist ein geiler Stürmer. 54 Tempo, den baue ich vielleicht mal irgendwo ein. Nicht. Der ist ja so kacke. So, nächstes Pack. Was haben wir denn da? Ja, Pack-Opening halt, ne? Ihr müsst, wartet ab. Vielleicht kommt ja noch was. Ich hoffe es, weil sonst werden wir hier ein paar Euros in den Wind gehauen. Und wir haben da Ranocchia, ja. Es wird auch nicht besser. Muss man auch mal klar und deutlich so sagen. Es wird nicht besser. Das ist ein bisschen eklig. Aber vielleicht kommt ja noch mal was. Da haben wir nochmal wieder diesen komischen Südkoreaner oder was das auch immer ist. Ganz schlimmes Ding. Ey, wie kann man so einen auf den Pack tun? Ich verstehe nicht. Egal. So, gleich nur 59 FIFA Points. Wen haben wir? Lucas Barrios. Ja, das ist krank. Das ist auch das nächste kranke Pack hier. Wir haben nur überragende Packs. MS zu ST. Ja, habe ich erstmal geguckt, wo man diesen. ich suche da noch so ein bisschen. Wo ist denn der Preisvergleich? Genau, da ist er doch. Ja, habe ich mir ein bisschen mehr von erwartet. Ah, guck mal, da geht er für 900 weg. Scheiße. Gut, kann man jetzt machen. Wieder nichts drin. Nächstes Pack. Heute wieder nur Gewinne. Ja, also jetzt mal hier. Mal was Richtiges hier. Falcao, Radamel. Zu Monaco gewechselt. Geiler Stürmer, glaube ich. Ich hatte der Furies schon angespielt. Soll ein ganz geiler Stürmer sein. Ich finde meinen besser, den ich jetzt habe. Aber ihr werdet den noch sehen. Ja, da haben wir Heulet! 91 Tempo, die Pace-Hure. Das ist stark. Das sind auf den Steinen. Stade Gerland. Bombig. So. Nächstes Pack. Also heute bringt, glaube ich, 1000 oder was. Ja, irgendwie sowas. Halt nur eine Pace-Hole, kann halt nur laufen. Und da haben wir Khedira. Ja, und André, da ist es, das ist der erste gute Pack, André Schürrle, Sami Khedira, glaube ich, zusammen bringen die irgendwie, und noch die Checklio, das ist stark, das bringt, glaube ich, zusammen 30.000, ist doch mal okay. Ach, haben wir wenigstens mal was gezogen, gleich mal hier das Club Brügge Wappen aktivieren zum Jubiläum, ja, läuft. Ja, Schürrle, da freue ich mich ein bisschen drüber, das ist doch kein schlechter Spieler. Auf jeden Fall, Pace-Hure bringt was. Nehmen wir. Ich glaube 30.000, ja, 25 irgendwie sowas. Aber ist auch okay. 46 FIFA-Points jetzt noch. Jetzt holen wir mal hier die letzten. Kommen wir mal zum Endspurt.
mit Davidovic Alaba drauf. Ja, gestern wieder kranke Champions League. Richtig Spaß gemacht, wieder den Bayern zuzugucken. Ihr müsst dazu wissen, ich bin Bayern-Fan. Hat aber wieder richtig Spaß gemacht. Die Man City mal richtig auseinandergelegt. Richtig in die Einzelteile zerlegt. Gut, die letzten 10 Minuten kann man drüber schauen, aber richtig zerlegt. Ja, in dem Pack war schon wieder nichts drin. Sehr unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das ist so kacke. Ja, Arturo Vidal noch hier, mitten auf dem Freien. Vielleicht kommt jetzt mal ein bisschen, wenigstens, ja, die 30.000. Ja, Dimitri! Ja, geil! Und Rafael Sobis. Das ist doch ein Pack, wie man es sich wünscht. Ja. Ironie lässt grüßen. Ja, es ist alles Abzocke. Also Jungs, wenn ihr weder FIFA Points oder Microsoft Points, weder von EA oder von Microsoft nicht gesponsert bekommt, ey, lasst es nach. Es macht gar keinen Sinn. Da kauft euch lieber Münzen irgendwie online bei MMOGR oder eBay. Also das macht hier gar keinen Sinn. Ja, also nächstes Pack. Ihr seht, nur Scheiße. Ein bisschen Gutes sind die Verträge, wenn du ein bisschen öfter spielst. Es sollten Verträge, wo du deine Teams halt mit versorgen kannst, aber sonst wirklich nur Bullshit. Ja, da habe ich mal gegen hier, wollte ich mal gucken. Bringt der denn, kann ich den denn vielleicht mal anbieten? Ja, 350, 400. Ich glaube, dafür ist auch irgendwie weggegangen. Keine Ahnung, wer da so hobbylos ist und den gekauft hat, weil guck mal, wie der aussieht. Ja, alleine wegen seinem Aussehen würde ich den schon nicht kaufen. Ja. Aber gut. Ja, noch ein Trainer, den können wir ablegen. So, 200 FIFA Points, dann neigt sich unser Pack Opening auch dem Ende hinzu. Ja, schöne, schon mal eine keine schlechte Ausbeute. Kedira, okay. Ich glaube, im Endeffekt 100.000 Münzen oder so, wenn dann sind das ungefähr, wenn man alles aufräumt, ungefähr. Mal Pi mal Daumen. Oh, es ist aber auch echt nur Scheiße. Fitness das ganze Team bringt. Und bei neuerdings bei FIFA 14 auch nicht mehr das, was es mal war. Ja. Ja, mal gucken. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir für 50 FIFA Points noch kaufen können. Irgendwie so ein Spezialset oder was? Ja, oder ein Silberset? Naja, komm, wir kaufen mal ein Spezialset da. Ja, für 50 FIFA Points, ein schönes Ding. Nochmal ein bisschen was zum Ablegen an Silberspielern bestimmt da. Aber mal gucken. Zack. Zack. Da ist das kranke Team. Alles ablegen gleich offscreen, alles ablegen. Das ist, ich hab Frust, Jungs, ihr merkt es. Ja, da habe ich noch mein Set umsonst, was ich im Boateng Pack hatte. Können wir auch nochmal öffnen. Mal gucken. Ja. Steven Pienaar. Wunderhübsch. Rivera, ey, der war nochmal seltener Goldspieler, ne? Oder der auch ein Team of the Season auf jeden Fall bei FIFA 13. Kein schlechter Spieler. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, ne? Und haut rein, Leute. Ciao, das Bewerten und das Kommentieren nicht vergessen.